Guten Abend, mein Name ist David Grewe. Ich bin der Landesgeschäftsführer des BUND Sachsen und hier rechts oben in dem kleinen Bildchen zu sehen. Und ich halte hier heute einen Vortrag über Weihnachten, Plastik, Müll und mich. Es gibt irgendwie zwei Anlässe, warum dieser Vortrag zu halten ist. Der eine ist dieses Buch, ja, das wird uns jetzt den ganzen Vortrag durch begleiten, ist dieses Jahr erschienen bei der Böll-Stiftung in Berlin. Und bereitet in ganz einfachen Grafiken das Thema Plastik und Müll mal auf und wie es in einer Verstrickung ist mit uns als Menschen und uns ja ganz, ganz persönlich. Und der Anlass eigentlich aber jetzt konkret jetzt nochmal so einen Vortrag zu machen, ist eigentlich, dass ja Weihnachten vor der Tür steht. Und mit Weihnachten verbinden wir ja gern sowas wie Tannenbäume, Stollen, Gänsebraten, vielleicht noch Kirchenglocken und so etwas. Aber wenn man mal genau hinschaut, so wie Weihnachten heute eigentlich ist, muss man es eigentlich vor allem mit ganz, ganz viel Plastik und ganz, ganz viel Müll verbinden. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir hier kurz vor Weihnachten nochmal einen Vortrag zum Thema Plastik und Müll, um einfach nochmal alle zu sensibilisieren, worum es eigentlich heute bei Weihnachten geht. Denn es ist eine ganz, ganz große Konsumschlacht, bei der ganz, ganz viel Plastik und Müll umgeschlagen wird. Das könnt ihr selbst beobachten, habt ihr vielleicht auch schon beobachtet, wenn ihr nach Weihnachten mal vor die Tür geht und auf die Mülltonnen links und rechts schaut, werdet ihr sehen, dass diese, wenn es gut ist, sind sie nur gut gefüllt, wenn es schlecht ist, so kenne ich das, quillt's nach links und rechts über, weil eben wahnsinnig viel Müll da ist. Und in den nächsten Wochen gibt es auch viel Müll, weil ganz, ganz viele von diesen Geschenken dann auch gern wieder schon zerstört sind und in den Mülltonnen landen oder weiter verschickt werden. Auch da könnt ihr wunderbar sehen auf Portalen wie eBay, wie dann der ganze Plastikmüll weiter geschoben wird zum nächsten und damit nochmal auch die Klimabilanz dieses Mülls verschlechtert, weil es eben weiter verschickt wird. Ja, ich habe es gesagt. Ich bin der Landesgeschäftsführer des BUND Sachsen, überhaupt kein Plastikexperte, aber wenn ihr dieses Buch euch anguckt, werdet ihr sehen, ganz, ganz leicht kann man da in die Thematik einsteigen. Ja, es geht um Plastik. Ja, ganz komplizierter Stoff, kann ewig lange riesige Moleküle sein. Hier mal sozusagen der Einstieg, was ein Monomer, ein Polymer ist und welche einzelnen Plastike es da gibt. Und das kann sich in unendlich weit erstrecken mit verschiedensten Andockungen von verschiedensten anderen Atomen, die dann natürlich andere Eigenschaften des jeweiligen Plastiks verursachen. Und ja, ich habe es schon gesagt, ganz, ganz häufig endet das Plastik dann als Müll. Und wenn es gut ist, bleibt unten der Deckel zu beim Mülleimer. Wenn es schlechter läuft, dann sieht es eben so aus. Und dann sehen wir auch schon ein ganz großes Problem, was uns auch durch diesen Vortrag begleiten wird. Hier rechts dieser Vogel. Also Plastik hat einfach heute einen riesigen, riesigen Einfluss auf unsere Natur und Umwelt. Und wenn wir eben, um hier nochmal in diesen Titel des Vortrags einzusteigen, Plastik, Müll und ich oder und mich einzusteigen, denn dieses Bild zeigt, also wir sind eigentlich überall von Plastik umgeben. Ich kann es, wenn ihr eben wieder aufs kleine Bild guckt, mich gucken, das Hemd hier ist natürlich nicht vollständig Baumwolle. Ich gehe mal davon aus, dass diese Knöpfe, die ich hier habe, dass die kein Horn sind oder irgendwie was derartiges, worüber man dann auch länger reden könnte, ob das gut ist, sondern dass das Plastikknöpfe sind. Und natürlich ist auch dieses Brillengestell hier aus einem Plastik und die Gläser drin auch, in meinem Fall aufgrund der Stärke, deswegen, damit mein Kopf nicht nach unten fällt, weil das Glas so schwer wäre, aber eben überall Plastik, was uns umgibt. Und das seht ihr ja auch auf dieser wunderbaren Grafik hier, überall um den Menschen herum Plastik, aktuell ja auch gern noch der Mundschutz, wo Plastike drin sind. Hier habt ihr noch den Kopfhörer, die Klamotten und was man dabei hat, da ist auch immer ganz, ganz viel Plastik dabei. Es ist also, wie ich es gesagt habe, eigentlich fast überall mit drin. Das fängt an beim liebsten Kinderspielzeug hier, dem Legostein, ne? Dann eben der Mundschutz, der ist dabei. Gehen wir hier rüber, ne? Im Büroalltag ist es dabei. Wenn man wäscht oder zu Getränke einkauft, ne, das Einweg, Geschirr, ne, das ist der Kaffee to go. Windeln, Frauen binden, im Bau wird es überall eingesetzt, bei den Klamotten, im Garten und natürlich auch bei unserer Unterhaltungselektronik, die uns ja allenthalben überall umgibt.
Und das erst seit gut 150 Jahren. Also 1839 sozusagen das erste Plastik auf den Markt gekommen, ja, ein synthetischer Kautschuk. Und das Wum ging das also durch, mehr und mehr Plastik und ganz, ganz viele Luxusgüter sind so durch Plastik ersetzt worden. Also, sodass wir heute eben eine ganz günstige Möglichkeit haben, Dinge einzupacken. Ja, früher hat man in vielen Ländern des globalen Südens macht man es immer noch, da packt man Sachen zum Beispiel in Bananenblätter ein. Wir packen es heute eigentlich ganz, ganz häufig in Plastik ein. In der Bauwirtschaft, ja, hier 1912 erfunden, PVC, ganz, ganz wichtig für Rohre, wird heute eigentlich fast ausdrücklich benutzt. Es gibt inzwischen allerdings auch schon so ein, ich nenne es mal ein Bio-PVC, mit dem man eine ökologischere Variante dort sucht. Dann eben hier Darmstrümpfe oder eben sowas wie Bratpfannen, ja, oder deren Beschichtung heute ganz wichtig im Verbrauch und natürlich immer die ganzen Plastikklamotten und unser Lieblingsspielzeug, das Lego. Ich hatte es eben schon erwähnt. Vielleicht noch ganz klein, weil es ein bisschen nostalgisch ist, das Bakelit-Telefon. Ja, und wenn man so in der Breite guckt, was sind es eigentlich so, wo taucht eigentlich dieses Plastik auf? Ja, am meisten sind es tatsächlich Verpackungen. Ja, 36% des Plastiks, der irgendwie auf dem Markt ist, ist in Verpackungen drin. Es wird ja auch viel in Papier verpackt, aber eben Plastik ist der Hit quasi zum Verpacken. Bauwesen ist ganz stark unterwegs. Gerade in einer boomenden Baubranche wird eben weiterhin sehr, sehr viel Plastik verbraucht. Übrigens auch jetzt im Zuge der Energiewende, bei der wir ja gerade unterwegs sind, die ja auch eine Wärmewende sein muss. Das heißt, wir müssen in den Häusern und Gebäuden weniger Energie verbrauchen. Dadurch wird sehr gern heute gedämmt und muss ja auch, weil ansonsten viel Wärme über die Hauswände entweicht. Aber dafür werden in der Regel Plastikdämmstoffe heute verwendet, weil die nämlich billig sind. Ein ökologischer Dämmstoff, wie zum Beispiel Holzfaserplatten, sind viel schwieriger herzustellen, sind schwerer, sind teurer. Deswegen heute Plastik wird rangeklebt, ohne sich darüber Gedanken zu machen, wie das in 20, 30, 50 Jahren entsorgt wird. Was passiert, wenn der nächste Sturm kommt oder derartiges, macht sich keiner darüber Gedanken. Klamotten, ich hatte schon gesagt, na, da ist überall Plastik dabei. Und eben auch in unserer ganzen Elektronik, die uns ja einfach zunehmend umgibt, überall, ja, ihr hört das Geräusch. Ist Plastik mit dabei und ist eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Umgekehrt ist es allerdings so, ja, Plastik ist überall drin, auch überall im Meer. Also mein persönliches Negativ-Highlight ist dabei die Schildkröte hier unten. Bei 100% der untersuchten Schildkröten in einer Studie ist in 100% der Schildkröten Plastik im Magen-Darm-Trakt gefunden worden. Und auch 100% dieser Schildkröten hatten irgendwo Verstrickungen mit Plastik. Also, dass ein Stück Fischernetz irgendwie in dem Hals war, am Arm. Ich kenne so ein schreckliches Foto, wo eine Meeresschildkröte einen Trinkhalm aus der Nase ragt. Also, all das gibt es eben. Und hier oben seht ihr in der oberen Reihe quasi an der Meeresoberfläche die ganzen Vögel. Und auch da ist bei einem hohen Anteil der Vögel über 50% in der Regel findet man Plastik in den Mägen. Und auch da immer wieder die Verstrickung mit irgendwelchen Plastikteilen. Und ich höre immer wieder in meinem Job als Landesgeschäftsführer von BUND Sachsen, dass die Windräder ja die Vögel alle schreddern. Und das kann man ohnehin kritisch sehen, diese Aussage, aber ganz wichtig auch nochmal, wenn man am Meer guckt und da häufig eben die geschredderten Vögel sieht, in Anführungszeichen, oder dann stellt man fest, dass die nicht geschreddert wurden von Windrädern, sondern dass sie tatsächlich von Plastikteilen im Meer zerstört wurden, weil sie sich eben darin zerfangen haben und eben Gliedmaßen abgerissen wurden. Und ganz, ganz interessant und spannend auch, also wenn ihr hier links unten guckt auf dieser Grafik, dann seht ihr, dass also selbst in Krustentieren oder in Schalentieren im Meer auch Plastik gefunden wird, sowohl irgendwo am Körper anhaftend als auch im Mageninhalt, dann in der Regel als Mikroplastik. Und es ist inzwischen auch überall in uns drin. Dort als Mikroplastik, dazu später vielleicht nochmal drei Worte mehr, und führt dort eben, oder es wird vermutet, dass es an vielen Stellen zu Erkrankungen führen kann. Also bestimmte Dinge werden dadurch eben getriggert, wie zum Beispiel ein früheres Einsetzen der Pubertät, Asthma oder Fettleibigkeit, verschiedene Krebserkrankungen oder Schilddrüsenerkrankungen oder auch Unfruchtbarkeit werden eben verstärkt durch das Mikroplastik in uns. Es ist
in ganz, ganz vielen Stoffen, die uns umgeben, mit drin, ohne dass wir das ahnen. Und hier geht es, das ist eine Kosmetikdose und hier geht es gar nicht um die Dose, die ja auch meistens aus Plastik ist, ne? Geht in die nächste Drogerie und findet die Glasdose, wird schwierig, sondern es ist in der Regel ja eine Plastikdose. Aber hier geht es nicht darum, die Plastikdose, die außen drum ist, sondern um die Inhaltsstoffe, weil auch ganz, ganz viele Kosmetikartikel sind mit Mikroplastik versehen. Zum Beispiel in Haarspülungen, um dort besser irgendwelchen Dreck aus den Haaren herauszureiben. Oder auch in Farbstoffen für die Haare. In Zahnpasta ist sowas drin. In verschiedenen Cremes, ja, um besser Hautschuppen runterzumachen oder besonders schön auszusehen. Also ist alles möglich. Überall umgibt uns also dieses Plastik, was dort zugegeben wird, um eben verschiedene Effekte im Schönsein zu erzielen. Also überall zu entdecken. Und es ist auch, ich habe es vorhin gesagt, in unserem Lieblingspulli mit drin. Also wenig Klamotten, die eben ohne Plastik auskommen. Ihr findet immer diesen kleinen Anhänger, den man drin hat in der Klamotten. Da steht drin, aus welchen Plastikarten, so muss man ja fast sagen, weil es fast nie nur eine Plastikart ist, diese Sachen hergestellt sind. Und ihr seht, über 60% unserer Kleidung enthalten Polyester, ja, andere Plastike kommen auch noch dazu, sodass hier sozusagen sich diese Garnrolle noch weiter füllt. Und zu der Plastikproduktion weltweit, da sind 15% allein für Textilien notwendig. Vorhin habt ihr diese Abstufung gesehen, wo sie sonst noch drin sind, und bei Verpackungen sind wir am meisten mit rund 35%, ein Drittel alles Plastiks. Ja, und wenn ich eben gesagt habe, das Mikroplastik findet ihr in Kosmetika, ja, oder überall in der Drogerie. Ihr findet es aber auch in ganz normaler Nahrung. Also wenn ihr eine Wasserflasche kauft, ja, in der ja Wasser drin ist, dann ist in diesem Wasser häufig auch Mikroplastik drin. Gerade wenn ihr es aus einer Plastikflasche raus hat, je länger die steht, gibt es einen Abrieb da drin. Aber selbst in rund 80% des Leistungswassers findet sich inzwischen Mikroplastik. Es umgibt uns also überall. Und ist eigentlich aus unserer Welt leider überhaupt nicht mehr fortzudenken. Wie kommt denn das Plastik, wo kommt denn das her überhaupt und wie kommt denn das zu uns her? Also es beginnt hier links oben, ja, das ist ein Erdölprodukt, Plastik in der Regel, so wie es heute hergestellt wird, also entweder von der Bohrinsel oder ein Land Erdöl gewonnen. Dann wird es raffiniert, verarbeitet und dann hier sieht man den Weg quasi einer Plastikflasche zu uns hin, kommt es langsam zu uns hin, ehe es hier als Plastikflasche ist. Also hier oben hergestellt, dann das Plastik hergestellt, gelangt auf dem Frachter, möglicherweise kann natürlich auch bei uns passieren, dass hier landet, kommt dann hierher, dann wird dieses Plastikgranulat verarbeitet, möglicherweise nochmal verladen auf dem Schiff, Zug, wie auch immer, dann wird es eben zum Produkt irgendwie gemacht und das Produkt wird ja dann auch immer nochmal weitergefahren in irgendwelche Großhändler und gelangt dann eben in den Laden, wo wir es einkaufen und optimalerweise dann hoffentlich wenigstens nicht mit dem Auto abholen, um es zu uns nach Hause zu fahren und dort zu nutzen. Langer Weg, den das Plastik zu uns zurücklegt und damit auch quasi die Klimabilanz dieses Stoffes auch nochmal verschlechtert, denn nicht nur Plastik in der Verbrennung ist schlecht, weil dann eben CO2 unter anderem steht und auch andere Schadstoffe, sondern eben auch dieser lange Weg, bei dem auch überall Erdöle eingesetzt werden, fossile Brennstoffe eingesetzt werden, um eben eine Produktion überhaupt möglich zu machen oder die ganzen Dinge von A nach B zu transportieren. Ich habe es eben schon gesagt, also Plastik, der ganze Weg des Plastiks ist eigentlich immer mit Schäden für Natur und Atmosphäre verbunden. Also wenn ihr es fördert, gelangt CO2 und Methan in die Luft. Methan, besonders starkes Treibhausgas, deutlich stärker wirkend, als es CO2 macht. Beim Transport und der Herstellung, aber auch der Nutzung gelingt immer wieder CO2 in die Luft und natürlich ganz zuletzt auch bei der Verbrennung wieder CO2. Insofern ist die Plastikproduktion und die Plastiknutzung auch ein Treiber der Klimakrise weltweit. Und wenn man etwas gegen die Klimakrise tun will, muss man nicht nur eine Energiewende machen, muss man nicht nur eine Mobilitäts- und eine Agrarwende machen, sondern man muss auch eine Plastikwende machen. Man muss halt davon wegkommen, so viel Plastik zu verbrauchen, erst mal überhaupt zu produzieren und dann eben auch zu nutzen, hin und her zu verschieben und am Ende auch zu verbrennen. Hier mal quasi die Haupterzeuger und die Hauptendverbraucher von Plastik, also ein bisschen
sehr scharf formuliert. Ja, ihr seht links die einige große Konzerne, die besonders viel Plastik produzieren. Coca-Cola hier ganz vorne mit dabei. Ja, und auch ganz schön in der Cola-Flasche. Früher war es immer aus Glas, inzwischen ist es in der Regel aus Plastik. Und rechts, sie langt dann eben gerne bei Vögeln an. Und hier seht ihr verschiedene Plastike, die dann eben Vögel aufnehmen, im Magen haben oder sich eben darin verstricken. In sowas zum Beispiel hier in so einem Sechserpackhalter, der sich dann eben um den Hals eines Vogels schlingt und diesen Vogel gegebenenfalls erwürgt. Gern auch benutzt von den Vögeln, um zum Beispiel Nester zu bauen. Wenn man sich heute anguckt, verschiedenste Arten von Vögeln verwenden heute Plastik beim Nestbau. Das geht quasi, das ist weltweit so. Es gibt Vögel, die sich zum Beispiel so eine Kokons bauen, in denen sie drin nesten, also wie kleine Nisthöhlen, die zum Teil aus Plastik bestehen. Aber auch wenn ihr euch einfache Vogelnester anguckt, sind die häufig auch schon mit Plastikteilen versehen. Also es ist überall ist es eigentlich angelangt und wird als auch von den verschiedensten Arten dieser Welt mitgenutzt. Und wir kommen jetzt zu einem der ganz, ganz großen Themen quasi des Plastiks, nämlich dass es in die Mehrwegtonne reinkommt. Und die Mehrwegtonne ist bei mir eine Mehrwegtonne mit Doppel-E und keine Mehrfachnutzungstonne. Denn ganz, ganz viel Plastik gelangt am Ende ins Meer. Das ist sozusagen unser Endentsorgerplatz, wo es hinkommt. Und wie kommt es da eigentlich hin? Naja, der Weg ist quasi von hier links nach rechts rüber. Ihr könnt meiner Maus folgen, ne? Es gibt den Müll, der Müll wird nicht richtig entsorgt. Dann fliegt das irgendwie mit rein in so ein Gewässer, es regnet doll, jemand hat wieder seinen Müll weggeschmissen, es fließt halt irgendwie rein in den Bach und dann eben den ganzen Fluss hinunter und am Ende landet es eben hier im Meer oder eben eine andere Variante, wenn es eben Mikroplastik ist, also fein zerriebenes Plastik, dann gelangt es auch über die Abwasser rüber ins Meer und ja, das ist dann der große, große Müllschlucker oder die Mehrwegtonne für unser Plastik. Und das ist eben ja ein Zeichen unserer Wegwerfgesellschaft, dass eben so viel Plastik und eben so viel Verpackungsmüll davon auch in die Umwelt gelangt. 80% des Plastiks im Meer sind eigentlich an Land, sag mal, produziert worden. Also dort eben von uns weggeworfen worden durch Produkte, die dort eben irgendwie in die Gewässer gelangt sind und dann über die Flüsse ins Meer hineingekommen sind. Und nur 20% werden tatsächlich im Meer freigegeben, also durch verlorene Ladung von Schiffen oder wenn Müll über Bord geht, gewollt oder ungewollt, ja, oder eben gerade Fischereinetze sind ein riesiger Plastikeintrag ins Meer. Dadurch kommt immerhin 20% des Plastiks im Meer zustande. Das Plastik verteilt sich ziemlich gut, sodass man denken könnte, ja, an vielen Küsten oder vielfach im Meer, da ist ja gar nicht viel Plastik mehr, wobei das heutzutage auch immer schwieriger wird, weil es wird schon immer mehr Plastik und das merkt man eigentlich auch dort, wo man eigentlich denkt, an Orten zu sein, wo gar nicht viel Plastik sein könnte und dennoch findet man es da schon. Ein ganz, ganz geringer Teil, nicht mal 1% des Plastiks schwimmt oben auf der Meeresoberfläche. Dann ist ungefähr ein Drittel ist in diesen Küstengewässern und wabert darum. Ein weiteres Drittel ist in den Küsten und am Meeresboden und ein gutes Drittel schwimmt im offenen Meer und verteilt sich dabei aber eigentlich auch gut über alle Schichten, sodass wir heute schon Plastik auch in 11.000 Meter Tiefe, an dem tiefsten Punkt der Erde, Marianengraben, können wir Plastik heute schon nachweisen. Also weit verbreitet, aber dadurch, dass eben nur ein ganz, ganz geringer Anteil oben an der Oberfläche schwimmt, dadurch haben wir den Eindruck, dass es gar nicht so viel Plastik eigentlich ist. Deutschland ist übrigens nicht nur Fußballweltmeister schon geworden und sowieso Wirtschaftsweltmeister und Exportweltmeister, aber Exportweltmeister nicht nur bei seinen Industrieprodukten und seinen Wirtschaftsprodukten, sondern wir exportieren auch unheimlich viel Müll. Und einer unserer beliebtesten Länder, in die wir hin exportieren, ist Malaysia. Und ihr müsst euch hier nochmal vergegenwärtigen, ja, also irgendwo wird quasi Erdöl gewonnen, dann wird das langsam verarbeitet, zu Plastik kommt zu uns, wird hier genutzt und geht dann wieder auf die Reise, um irgendwo als Müll zu landen, um dort eben deponiert zu werden, verbrannt zu werden oder möglicherweise recycelt zu werden. Also einen unendlich langen Weg, den dieses Plastik auch zurücklegt und dadurch natürlich, ich gehe nochmal hier eben zurück, immer wieder die Chance, dass es dann eben über Bord geht und so direkt im Meer landet.
Und Plastik ist echt auch eine Sache der reichen Länder. Natürlich wird auch in ärmeren Ländern dieser Welt Plastik verwendet, aber bei weitem nicht in dem Maße wie bei uns. Und dann seht ihr, wir Deutschen sind mal wieder unter den Top 5 bei den Plastikverwendern. Also unser Plastikschatten, das ist dieser Orange, das ist der Plastikmüll in Kilogramm pro Kopf und Jahr. Na, da sind wir auf Platz 4 und dann gucken wir mal nach unten, ja, also in Ländern Afrikas oder in Indien. Da ist der Plastikschatten dann ganz kleiner. Es sind ärmere Menschen und verbrauchen offenbar viel weniger Plastik, hinterlassen also einen viel, viel kleineren ökologischen Fußabdruck auf dieser Erde, als wir es tun. Insofern ist es immer besonders wichtig, dass wir vorangehen mit Maßnahmen, sei es in der Energiewende, sei es in der Agrarwende, in der Verkehrswende, aber eben auch in einer Plastikwende. Wir können das gut vormachen und wir sollten nicht daran denken, dass wir anderen vorschreiben, wie sie es machen sollen, sondern wir sollten mit einem guten Beispiel vorangehen, denn wir sind Spitzenverbraucher beim Plastik. Plastik, ist übrigens ein richtiges Schwergewicht. Ja, also ihr denkt hier immer mal so, Plastik nimmt das wiegt ja nicht viel, aber viel Plastik macht eben viel Gewicht. Und insgesamt 11 Milliarden Tonnen Plastik sind insgesamt schon produziert worden weltweit. 11 Milliarden Tonnen, ich kann mir diese Menge nicht vorstellen, ich kann mir schon eine Tonne Gewicht eigentlich nicht vorstellen. Und 11 Milliarden ist natürlich noch viel, viel mehr. Davon sind ungefähr 3 Milliarden aktuell noch in Nutzung. Und ungefähr 8 Milliarden sind irgendwie schon weggekommen. Ja, sie sind 15% davon wurden verbrannt und der Rest lagert in Deponien oder lagert, und das ist ja kein wirkliches Lagern, ist irgendwie in die Natur gelangt. Ja, ist eben zum Beispiel auf dem Meeresboden inzwischen, ist in irgendein Nest mit eingebaut oder derartiges. Und so erstmal aus dem Auge, aus dem Sinn. Aber der größte Teil oder ein großer Teil des Plastiks, ungefähr ein Drittel, ist noch im Umlauf und wird über kurz oder lang auch mal zu diesen 8 Milliarden Tonnen Müll gehören. Also irgendwann werden wir mal 11 Milliarden Tonnen Müll haben und wahrscheinlich noch mal 3 Milliarden Tonnen, die wir dann weiterhin im Gebrauch haben. Und dabei, das muss man sich auch klar machen, ist Plastik eigentlich ein Stoff der kurzen Nutzung. Und deswegen haben wir auch solche riesigen Mengen, die dann eben auch irgendwie deponiert werden müssen oder irgendwo hinkommen. Denn der größte Teil des Plastiks wird weniger als ein Jahr genutzt. Wenn man es zum Beispiel als Verpackung hat, nur ganz kurz. Ja, ich kaufe mir eine Wasserflasche beim Kiosk, trinke die leer, schon habe ich Müll, den ich irgendwie entsorgen muss. Da ist ja nur ganz wenig im Betrieb gewesen. Etwas länger ist es denn bei Kleidung oder Elektronikgegenständen. Ja, ihr seht das hier in dieser Kurve, wie lange das eben geht. Aber auch da, also welche Halbwertszeit hat heutzutage noch ein Smartphone? Ja, also in der Regel wird ein Smartphone heutzutage nach einem, maximal 2 Jahren ausgetauscht. Ja, dass jemand ein Smartphone wie ich hier 3 Jahre hat. Das ist eigentlich eher selten, sondern eigentlich gelangt es viel, viel früher schon wieder in den Umlauf, weil man eben das neueste Produkt ja unbedingt haben muss. Bei Kleidung ähnlich, also heute ein T-Shirt häufig gekauft, nur mal zum einmal tragen aus Plaste und Elaste und dann schon wieder weggeworfen. Und dadurch eben gelangt das immer schneller in diesen Umlauf. Am längsten noch, ja, obwohl ein sehr, sehr großer Verbraucher, aber am längsten und am nachhaltigsten eigentlich noch in der Bauindustrie mit drin, weil eben so ein PVC-Rohr, in dem Wasser zum Beispiel ins Haus gelangt oder Abwasser aus dem Haus heraus, da ist dieses Rohr ja immer 35 Jahre im Schnitt im Betrieb. Oder auch ein Dämmstoff, trotzdem von mir vorhin ja schon mal so kurz an verdammt, dennoch bleibt der natürlich länger auf der Wand als ein T-Shirt zum Beispiel im Gebrauch ist oder ein Sneaker getragen wird. Wenn wir jetzt weg wollen von diesem riesigen Plastikproblem, dann können wir uns natürlich überlegen, einfachste Variante wäre Recycling. Also wir haben die Plastikflasche hier links, die wird identifiziert, ist ein bestimmter Plastik, dann wird sie verarbeitet zu Granulat und kann dann theoretisch wieder zu einem neuen Plastik werden. Wieder eine Plastikflasche oder etwas anderes wird daraus hergestellt. Häufig muss aber da in diesem Recyclingprozess Plastik zum Teil zerstört wird, muss neues Plastik hinzugegeben werden. Das heißt, vereinfacht gesagt, aus 20 Mineralwasserflaschen aus Plastik können nicht wieder 20 Mineralwasserflaschen aus Plastik entstehen, sondern nur 17. Und deswegen muss man für 3 nochmal ein neues Plastik hinzu produzieren, damit man dann eben wieder 20 haben kann, weil eben manche Plastike nicht weiter zu verwenden sind. Und das zweite große Problem ist,
man kommt nicht so einfach an das Plastik ran, an das eine reine Plastik, weil für ein Recycling braucht man ein reines Plastik. Und wenn man solch eine Verpackung hat wie hier links, wo eben verschiedene Plastiken aneinander geklebt sind oder verschiedene Plastiken in einem Elektronikgegenstand oder ähnliches miteinander verschmolzen sind, ist ein Recycling fast unmöglich. Und in dem Fall bleibt am Ende dann doch die Deponierung, nur die Deponierung, die Verbrennung oder eben ein Downcycling. Also, dass man zum Beispiel dennoch ein Granulat daraus macht und einen Pflanzbehälter, aus dem irgendwelche Pflanzen wachsen können. Oder was auch beliebt sind, Terrassendielen aus Plastik, die eben aus downgecyceltem Plastik sind. Also ich war mal eine Plastikflasche und bin jetzt eine Terrassendiele geworden, weil ich nicht wieder eine Plastikflasche werden konnte, weil ich mit anderen Plastiken verunreinigt war. Wenn man jetzt nicht recyceln wollte, dann wäre der nächste Weg eigentlich ein ganz einfacher und ganz logischer, den es auch in Deutschland schon vielfach gibt, der Mehrweg. Man hat, am einfachsten ist es zu erklären, mit einem Glas. Ja, man hat ein Produkt, das in einem Glas verkauft wird. Der Hersteller stellt das zur Verfügung. Man macht das zum Beispiel über ein Pfandsystem und am Ende kommt es wieder zurück zum Hersteller. Der kann dieses Pfandsystem, also dieses Glas, wieder neu befüllen und dann kann es wieder in einen Kreislauf reingehen. Das funktioniert übrigens auch, ja, mit Plastik. Es gibt ja eben auch Mehrwegflaschen, gerade bei Mineralwässern heutzutage. Und da übrigens ganz umstritten ist, die Plastikflasche denn jetzt eigentlich die bessere oder die schlechtere Variante ökologisch gegenüber der Glasflasche. Es gibt da Verfechter beider Ansichten, aber zumindest besser Mehrweg als Einweg. Und das Pfandsystem ist eigentlich ein ganz einfaches, mit dem man das alles regeln kann. Wird immer noch nicht konsequent genug gemacht. Die Pfandquote in Deutschland ist weiterhin zu gering und es gibt ja auch weiterhin ganz komische Ausnahmen daraus, dass bestimmte Produkte, wie zum Beispiel Säfte, nicht in Pfandflaschen abgefüllt werden müssen. Oder warum muss eigentlich Milch nicht in Pfandflaschen abgefüllt werden? Könnte man sich jetzt drüber Gedanken machen. Manch eine Biomolkerei, interessanterweise fast nur Biomolkereien, machen das ja, dass sie ihre Milch in Pfandflaschen abfüllen. Aber das müsste eigentlich viel weiter verbreitet sein. Und man müsste auch die Unternehmen in die Pflicht nehmen, bei der ganzen Sache mitzumachen und nicht einfach auf die Eigenverantwortung der Verbraucher setzen. Andere Variante, wie man dagegen vorgehen könnte, ist das System der sogenannten Zero Waste Cities. Also man macht, vereinfacht gesagt, man macht den Müll sichtbar und dadurch, dass alle diesen vielen Müll sehen, verändern sie ihr Verhalten und versuchen, weniger Müll zu produzieren. Das machst du eben dadurch, dass der Müll konsequent gesammelt wird und dann aber getrennt wird, auch in die einzelnen verschiedenen Müllsorten, also vom organischen Müll, den man eben einfach kompostieren kann, über Plastik, Papier, Glas, gerade Papier und Glas ja besonders einfach zu recyceln und zum Plastik hin, wo man eben versuchen müsste, eine weitestmögliche Trennung hinzukriegen. Und dann bleibt ein Haufen Müll übrig. Und wenn man den sichtbar macht, wird allen klar, wir wollen eigentlich nicht so viel Müll um uns rum haben. Und da wird auf eine Verhaltensänderung gesetzt, dass man dadurch dann eben immer weniger Müll produziert. Ob das klappt, wage ich fast ein bisschen zu bezweifeln, weil mein Eindruck ist, dass wir in Deutschland vielleicht ein bisschen umgekehrt perfektioniert haben. Wir haben das grüne Punktsystem eingeführt. Auf fast jeder Verpackung werdet ihr feststellen, gibt es so einen grünen Punkt drauf, gelber Punkt oder wie auch immer aussieht, na, diese beiden Pfeile, die ineinander greifen, wie Yin und Yang. Und man denkt so, oh, das ist ja ein wunderbares System, ja, es wird irgendwie alles, wird alles gesammelt und recycelt. Was aber tatsächlich passiert ist, dass wir das Zeug aus dem Auge, aus dem Sinn schaffen, das kommt in die Tonnen oder in die gelben Säcke rein und wir denken, das wird dann in hohem Maße recycelt und es ist alles gut und wir fühlen uns wohl dabei, dass wir dabei etwas Gutes für die Umwelt getan haben, weil wir das ja alles in diese gelbe Tonne entsorgt haben. Augenwischerei, ja, davon wird dennoch der meiste Müll oder die meisten grünen Punktprodukte werden dennoch verbrannt oder deponiert. Das funktioniert gar nicht gut. Und hier ist eben eigentlich genau dieser Gegensatz geschaffen, ja, weil wir sehen den Müll nicht mehr richtig, sondern er ist in diesen Tüten oder in den Tonnen drinne. Und deswegen wird immer noch mehr produziert und man macht sich immer weniger Gedanken darüber.
Wenn man also das vielleicht zeigen würde, würde man vielleicht denken, man müsste weniger produzieren. Ich kann es aus privater Anschauung, bis letztes Jahr, ich wohne in Meißen, bis letztes Jahr waren hier auch noch gelbe Säcke unterwegs. Es scheint niemanden zu stören, wenn er irgendwie alle 2 Wochen 4 gelbe Säcke draußen liegen hat. Also da scheint die Optik nicht dazu zu führen, dass die Menschen weniger Müll verbrauchen. Aber das ist vielleicht auch ein Lernprozess, der länger einsetzen muss. Und natürlich kann man ganz viel über staatliche Interventionen machen. Man kann ja einfach Gesetze einführen. Ruanda war das erste Land weltweit, was gesagt hat, wir wollen keine Plastiktüten mehr. Das ist jetzt schon über 10 Jahre her und es scheint zu funktionieren. Ja, wozu brauchen wir diese Plastiktüten? Bei uns sind auch diese kleinen, leichten Plastiktüten inzwischen auch verboten. Einweggeschirr ist verboten. Aber das sind natürlich nur ganz, ganz kleine Schritte auf auf einem Weg zu einer plastikfreien Welt oder zu einer plastikarmen Welt. Und es gibt ja dann auch ganz, ganz spannende Ausweglösungen, die dann genutzt werden. Also ich erinnere mich in meinem Bekanntenkreis, dass Menschen vor dem Verbot des Trinkhalms nochmal besonders viele Trinkhalme gekauft haben, um ja noch in dieser dramatischen Zeit, die folgen wird, wenn keine Trinkhalme aus Plastik mehr verkauft werden dürfen, dann auf jeden Fall noch Trinkhalme zu haben, die dann in Zukunft aus den Nasenlöchern von Schildkröten rausgucken können. So wird den Ganzen also, wird das Ganze also umgangen. Und bei manchen Produkten, die dann eben als Ausgleich für das Plastik genommen werden, kann man sich eben auch überlegen, ist das wirklich so sinnvoll, wenn dann zum Beispiel Bioplastiker auf den Markt kommen, die eigentlich auch nicht viel besser sind als normales Plastik, sondern eben auch wirklich rückgeführt werden müssen und eben nicht auf dem Komposthaufen landen dürfen oder in der Biotonne, sondern eben auch über den grünen Punkt Müll oder zum Beispiel über den Restmüll entsorgt werden müssen, weil eben wieder eigener Test, zerfällt alles nicht auf auf dem Komposthaufen. Da macht man, da wälzt man nach einem Jahr den Komposthaufen um und dieses angeblich so gut sich zersetzende Bioplastik sieht genauso aus wie ein Jahr vorher. Ja, ich habe gerade den Zahnbürstentest dazu gemacht und die Zahnbürste, die aus so einem aus Stärke bestand, er sollte sich also da zersetzen und sieht genauso aus wie vorher. Ist auch noch mit dem Borsten dran, aber ein bisschen dreckig geworden, sodass ich sie vielleicht jetzt nicht mehr in den Mund reinstecken würde. Ich kann aber dennoch eigentlich ganz, ganz viel machen, weil man kann Plastik wirklich auch vermeiden. Also ich denke, dieses Verbot auf EU-Ebene zeigt eigentlich, wie einfach wir uns inzwischen die Welt machen. Ja, also da ist einfach Einwegbesteck verboten worden. Und man kann sich fragen, warum eigentlich? Warum muss eigentlich, wenn ich auf dem Weihnachtsmarkt, kann man in Sachsen gerade nicht gehen, aber wenn man auf den Weihnachtsmarkt geht, warum muss ich da den Glühwein eigentlich im Plastikbecher kriegen? Und warum kann es nicht ein Mehrwegsystem dafür geben? Ja, sodass ich da, oder warum kann ich nicht einen Becher selber mitbringen? So schwierig kann das nicht sein. Ich denke, jeder hat bei sich zu Hause einen Becher stehen, den er irgendwie hinhalten kann und sagen kann, hier Glühwein rein. Ja, also ganz, ganz einfach. Genauso ist es mit Bestecken, was man also. Ich gehe zum Beispiel relativ häufig zu einem Asialaden hier um die Ecke, um da Mittag zu essen und würde dort auch immer ein Einwegbesteck kriegen. Aber hey, ich habe hier zu Hause Messer und Gabel. Ich nehme das einfach mit und kann dort damit essen. Ja, gar kein Problem. Einkaufstaschen, ganz typisch aufpassen muss man, dass man nicht zugedeckelt wird mit Gratis-Einwegbeuteln. Gibt es inzwischen ja auch aus Jute. Da wird auch die Jute dann zum Problem oder der Plastikbeutel. Ich habe inzwischen so viele Jutesäcke. Sie sind wahrscheinlich ähnlich dramatisch wie die vielen Plastikbeutel, die man sonst hätte. Man kann anders verpacken. Ich hatte es vorhin gesagt, Bananenblätter in vielen Ländern des globalen Südens ist das auch normal, dass man Dinge auch heute noch in Bananenblätter verpackt. Dann kann man natürlich viel in Flaschen zum Beispiel füllen. Man kann Flaschen mehrfach verwenden. Ich kenne das, fast jeder hat heute irgendwie so eine Alu-Stahlflasche zu Hause, in die er seine Getränke abfüllen kann, in die man das Leitungswasser abfüllen kann. Das muss alles nicht Plastik sein. Und man muss auch Sachen nicht in Plastik verpacken. Und ein besonders großes Übel, finde ich, in dem Zusammenhang ist, dass eine Reihe von Supermarktketten ja dazu übergegangen sind, Bioprodukte zur besseren Unterscheidung an der Kasse in Plastik einzuschweißen. Ja, und da kann ich dann das Bioprodukt, wodurch ich mich gut fühle, oh, ich habe Bio gekauft, habe ich wieder was für die Natur gemacht, aber leider in Plastik eingepackt. Da habe ich dann nicht so viel für die Natur gemacht, sondern eigentlich habe ich wieder Müll produziert.
Und das Ganze kann man natürlich auch systemischer angehen, ja? Also man kann Nachfüllstationen einrichten. Das heißt, ich kann zu einem Milchautomaten gehen. Gibt es hier in Dresden zum Beispiel beim Podemus, der hat das in das Biomarkt hier in Dresden. Der hat das verschiedentlich. Es gibt auch überall auf dem Land so Milchstationen. Da kann ich meine Milchflaschen wieder auffüllen. Als ein Beispiel dafür. Natürlich ein Pfandsystem, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, das gibt es ganz, ganz vielfältig. Viele Dinge kann man auch verpackungsfrei kaufen und es gibt unverpackt Läden. Ja, da geht man halt hin und bringt seine Verpackung mit und kann da sein Müsli, Kekse, Haferflocken, Nudeln, was auch immer, einfach sich abholen. Und wer nicht ganz so weit gehen will, kann sich überlegen, brauche ich die 250 Gramm Nudelpackung oder kaufe ich nicht die 1500 Gramm Nudelpackung, wenn ich sowieso immer nur Spirelli esse? Und damit habe ich sowieso schon mal eine Plastikmenge reduziert, weil ich einfach eine größere Verpackung gekauft habe und damit ist die Verpackungsmenge im Vergleich zum Volumen deutlich geschrumpft. Und man kann natürlich sich das Ganze auch direkt beliefern oder abholen lassen. In einer Biokiste, die es auch vielfach gibt. Da muss man dann leider schon wieder drauf gucken. Eine Reihe von Biokisten, gerade jetzt in der Corona-Zeit, in Verruf gekommen, weil die nur Bio raufgeschrieben haben, aber in Wirklichkeit kein Bio drin war. Aber das ist ein weiteres Kapitel, was wir uns hier leider gerade nicht angucken können. Ja, jetzt bin ich eigentlich schon mit den wichtigsten Grafiken aus diesem Buch durch. Und ich würde jetzt einmal noch mal auf ein paar Sachen verweisen zum Nachlesen. Na, also wir beim BUND haben ein paar Sachen dazu gemacht, findet ihr hier. Es gibt auch von der Böll-Stiftung noch den Plastikatlas, der noch mal genauer erklärt, woraus die verschiedenen Plastike entstehen, wie die ganzen Stoffströme sind beim Plastik. Wo kommt das her? Wo geht das hin? Ja, in einer ähnlichen Weise, nicht ganz so nett aufgemacht wie in diesem Buch hier, aber ja, ein bisschen wissenschaftlicher, noch mit mehr Text dazu. Also da hat man noch ein paar mehr Eindrücke, Informationen, Zahlen auch, ja, wenn man gerne mit Zahlen spielen mag, wie das mit dem Plastik weltweit aussieht. Dann gibt es ein Plastikprojekt von der Heinrich-Böll-Stiftung und das habe ich hier auch mal verlinkt. Es gibt eine Website, also wer das hier nicht so schnell sehen kann, der Vortrag wird danach bei uns auf der Website verlinkt, kann man mal hinklicken. Es gibt eine Website für alle Unverpackt-Läden in Deutschland, wo man also hingehen kann, um sich eben verpackungsfrei eindenken zu können. Für Zero Waste Communities gibt es auch eine Website in Deutschland. Und ich habe es eben gesagt, es muss nicht immer Plastik sein, man kann auch in andere Materialien einpacken. Dafür gibt es verschiedene Plastikalternativen, die habe ich hier auch verlinkt. Ja, ich hoffe, so mein kurzer Einstieg in die Welt des Plastiks hat euch überzeugt, nämlich davon, weniger Plastik in Zukunft zu benutzen und vielleicht mal im nächsten Jahr zur Fastenzeit, ja, vielleicht fastet da mal Plastik. Kann man auch sofort anfangen, muss man gar nicht erst bis zur Fastenzeit warten. Und ihr denkt vielleicht auch jetzt nochmal, kurz vor Weihnachten nach, brauche ich wirklich Zellophanfolie, um mein Weihnachtsgeschenk zu verpacken? Oder geht es nicht auch irgendwie anders? Ja, ich habe gern immer auch mal in Zeitungspapier verpackt. Lieben Menschen um mich herum nicht immer so, wirkt nicht so weihnachtlich, kann man aber dennoch machen. Man kann Papier auch mehrfach verwenden, ja, aber Papier würde ich grundsätzlich schon empfehlen. Und dann kann man natürlich auch nochmal überlegen, das, was in dem Verpackten drin ist, muss das wirklich geschenkt sein? Ja, oder sollte man nicht vielleicht ein Erlebnis schenken oder derartiges? Denkt drüber nach. Plastik reduzieren ist auf jeden Fall ein guter Weg aus der Klimakrise, aus der Plastikkrise, aus der Biodiversitätskrise, also dem rasanten Verlust der Artenvielfalt weltweit. Daran solltet ihr denken. Und wenn es euch gefallen hat, was ihr hier gehört habt, dann spendet uns doch ein paar Euro, denn der BUND lebt davon, dass Menschen Mitglied bei ihm sind oder dass Menschen ihm spenden. Auch ich übrigens, ja, sonst könnte ich hier nicht sitzen. Und dieses Buch könnt ihr bestellen bei der Heinrich-Böll-Stiftung, wird euch gegen Portoersatz zugesandt und ihr könnt das alles nochmal genau lesen, genauer nachlesen. Vor allem auch solche Dinge wie das mit dem Mikroplastik ist. Ich habe es immer nur wieder nur angerissen. Also dieses kleine, extrem feine Mikroplastik. Wie kommt das eigentlich in die Welt? Entsteht das nur durch Abrieb von Reifen zum Beispiel auf Straßen? Da gibt es eben auch, wie zum Beispiel in Kosmetika, dass es systematisch eingesetzt wird. Oder wie sieht das eigentlich mit diesem Müllstrudel aus in den großen Meeren dieser Welt? Vier große Müllstrudel gibt es ja. Wie ist das eigentlich da? All das, also auch in diesem Buch nachzulesen mit ein paar
Verhaltenstipps noch, was man noch mehr tun kann und noch ein paar mehr Details, als ich sie jetzt sagen konnte. Ja, verlinkt das Buch, weil es das nicht nur als Printausgabe gibt, sondern auch digital als PDF, findet ihr hier und meine Kontaktdaten auch noch einmal. Und an dieser Stelle, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr hier dabei wart und diesen kurzen Vortrag zum Thema Plastik gehört habt und hoffentlich eure Weihnachtsgestaltung ein bisschen an meinen Plastiktipps ausrichtet. Danke und tschüss.